Kennt ihr noch diese Checklisten, die man in der Schule bekommen hat, kurz vorm Ausflug? Genau so eine Checkliste mache ich heute für euch, damit ihr zu IIFC ja nichts vergesst. In der vergangenen Woche habe ich mehrere Videos dazu gepostet, wie man am besten in IIFC reinstartet. Die Videos kamen alle super an, vielen, vielen Dank für den Support an der Stelle. Und aus den ganzen Videos der letzten Woche fasse ich die wichtigsten Punkte in diesem Video für euch zusammen. Legen wir los mit Punkt Nummer 1, dem Backup-Code. Morgen kommt die Web-App raus. Die Uhrzeit ist aktuell noch nicht bekannt. Ihr seht aber hier die letzten Jahre. Es war immer so um 18, 19, 20 Uhr herum, englische Zeit. Ihr müsst also hier für Deutschland nochmal eine Stunde draufrechnen, also so gegen 19, 20, 21 Uhr eher. Und damit ihr dann morgen Abend überhaupt in die Web-App reinkommt, braucht ihr unbedingt Backup-Codes. Die findet ihr, wenn ihr euch bei EA.com hier einmal anmeldet, dann auf die Kontoeinstellungen klickt und unter dem Punkt Sicherheit seht ihr hier Backup-Codes anzeigen. Dann werden euch hier 6 Backup-Codes angezeigt. Einmal kurz mit dem Handy abfotografieren oder irgendwo abschreiben. Und wenn ihr euch dann morgen in die Web-App einloggen wollt, werdet ihr nach einem 6-stelligen Code gefragt. Da gebt ihr dann einfach einen Backup-Code ein. Viele haben geschrieben, der Backup-Code ist 8-stellig. Es wird aber ein 6-stelliger Code gefordert. Das ist richtig, Freunde. Der Backup-Code hat keine 6 Stellen, sondern 8. Er funktioniert aber trotzdem. Wenn ihr da selber nochmal sicher gehen wollt, probiert es einfach jetzt schnell aus. Falls ihr zu diesem Punkt nochmal ein paar mehr Infos haben möchtet, schaut euch am besten den ersten Teil vom perfekten Start an. Machen wir weiter mit Punkt Nummer 2. Ihr seid drin in der Web-App. Das allererste, was ihr auswählen müsst, ist so ein kleines Starterpaket. Wir fangen an bei den Nationen. Welche Nationen wählen wir? England, Brasilien, Frankreich, Argentinien, Deutschland oder Portugal. Warum eine von diesen 6? England hat 4 Ligen, Deutschland hat 3 Ligen. Franzosen, Brasilianer, Argentinier und Portugiesen spielen auf der kompletten Welt verteilt. Mit diesen Nationen habt ihr es einfach bei den fortgeschrittenen SBCs. Schritt Nummer 2, Trikotauswahl. Hier nehmt ihr das Trikot, was sich am besten verkaufen lässt. Wenn ihr merkt, euer Trikot ist nichts wert, dann einfach abstoßen. Nächster Schritt, ihr bekommt eure Treuepacks und das ist aktuell umstritten. Und ich zeige euch auch mal, warum EA hat Pitch Notes rausgebracht zu Ultimate Team. Und da steht drin, wenn ihr euch vor dem 1. November einloggt, habt ihr Founder-Status. Mit dem Founder-Status bekommt ihr Belohnungen. Welche genau, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und diese Founder-Status-Belohnungen ersetzen die Welcome-Backpacks. Welche Belohnungen hat man, wenn man Founder-Status hat? Ein Wappen, ein Foot-Evolution-Spieler, was ganz cool ist, Trikots und extra XP bei den Objectives. Hier steht jetzt nichts von irgendwelchen Packs. Ich gehe aber trotzdem stark davon aus, dass wir irgendwelche Packs bekommen werden, weil sonst habt ihr ja gar keine Grundlage, um in der Web-App irgendetwas zu machen. Ich werde übrigens morgen ab 16 Uhr live auf Twitch sein und mit euch gemeinsam in die Web-App reinstarten. Sollte es dann also beispielsweise keine Founder-Packs geben, werden wir dann gemeinsam im Stream entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Sollten wir aber irgendwelche Packs bekommen, öffnen wir die sofort und warten nicht irgendwie bis Freitag auf eine Promo. Alle Spieler, die ihr dann aus den Packs zieht, könnt ihr direkt verkaufen, es sei denn, es sind richtig krasse Metakarten. Warum behalten wir die Metakarten? Schaut euch den Preis von Kyle Walker in der Web-App an, 26.000 Münzen. Und dann schaut euch seinen Preis 5 Tage später, wo man auf der Konsole zocken konnte, an, 80.000 Münzen. Mit den Coins, die wir dann aus den Packs gemacht haben, fangen wir direkt an zu traden. Unser Ziel ist es, so viele Coins wie möglich in der Web-App zu machen, weil da sind die Coins einfach am wertvollsten. Um in der Web-App Coins zu machen, schaut ihr euch die Grundlagen-SBC an, die jeder abschließen muss, um dann die anderen SBCs freizuschalten. Dort schaut ihr euch insbesondere bei den beiden unteren SBCs die Anforderungen an. Hier zum Beispiel brauchen wir 3 Spieler, links Mittelfeld, ZM, rechts Mittelfeld. Ligen genau eine, das heißt, sie müssen alle aus einer Liga sein. Dann geht ihr auf den Transfermarkt, wählt euch eine von diesen 3 Positionen aus, wählt euch eine Top-Nation, wie zum Beispiel Frankreich aus. Schaut euch zunächst einmal an, ob die Spieler was wert sind. Wenn ja, fangt ihr dann an, die zu snipen. Falls ihr da zu dem Snipen ein paar mehr Infos haben wollt, wie das Ganze genau funktioniert, schaut euch den zweiten Teil vom perfekten Start an. Mit allen Coins, die ihr in der Web-App gemacht habt, kauft ihr euch noch in der Web-App Metakarten. Ballert ruhig alles für Metakarten raus. Ihr seht's hier, ihr werdet damit extrem viel Plus machen und danach geht ihr mit 3-4 Metakarten in die Konsole rein. Bald wir dann am Freitag EAFC auf der Konsole zocken können, werden wir auch gleichzeitig unsere 4600 FIFA Points bekommen. Was machen wir mit den Points, wenn wir wirklich das Maximale an Coins rausholen wollen? Wir spielen keinen Draft, wir verballern alles direkt in 7,5k-Packs. 30 Stück werdet ihr davon aufmachen können und so Spieler wie Malen werdet ihr häufiger ziehen. Karten wie Malen sind beliebte Starterkarten, die für die erste Woche vielleicht noch zu gebrauchen sind, aber in der zweiten Woche schon aus dem Team abgeschoben werden. Und diese Karten und auch alle anderen Karten, die ihr aus den Packs zieht, könnt ihr direkt verkaufen. Ihr seht nämlich den Preisgrafen von Malen. Als die Ultimate Edition rauskam, war er bei 8000 Münzen. 2 Tage später war der nur noch 1000 Münzen wert. Aus den Packs werden wir ja auch wieder so unsere 100.000 Münzen machen. Was machen wir mit den Coins? Wieder Metakarten kaufen. Ganz einfach. Ultimate Edition Release 27. September. Kyle Walker war bei 80.000 Münzen. Nur 2 Tage später war der schon bei 100k. Und lediglich eine Woche später war er bei 150k. Deswegen sage ich die ganze Zeit,
kauft euch so schnell wie möglich Metakarten. Kurz zur Wiederholung, was sind Metakarten? Das sind mit die besten Goldkarten, die man 2-3 Monate ohne Probleme spielen kann. Im Hintergrund seht ihr ein paar Beispiele. Ihr gebt allerdings nicht jeden einzelnen Coin für Metaspieler aus, sondern lasst euch so 20-30k übrig, um dann mit den fortgeschrittenen SBCs zu traden. Bei den fortgeschrittenen SBCs bekommt ihr ja wirklich sehr, sehr gute Packs. 50k Packs, 100k Packs und dafür braucht ihr zum Beispiel 11 Ligen aus einer Nation. Aus diesem Grund baut man sich dann ein Squad aus Argentiniern, Brasilianern, Portugiesen und erinnert euch jetzt kurz zurück an die Starternation. Genau deswegen habe ich gesagt, dass ihr die Nation auswählen sollt. Und wenn ihr dann zum Beispiel nach einem argentinischen Rechtsverteidiger schaut, wird es dort vielleicht nur 3 zur Auswahl geben. Und wenn diese 3 Karten jeder kaufen möchte, seht ihr, was mit dem Preis passiert. Während der Web-App, wo noch keine DSPCs macht, kosten die Spieler 300 Münzen. Und sobald alle auf der Konsole sind, bupp, geht der Preis nach oben, 3, 4, 5.000 Münzen. Ihr kauft euch dann solche Spieler so schnell wie möglich günstig ein, könnt ihr dann direkt teurer draufstellen. Und wenn ihr euch da unsicher seid, welche Spieler ihr dann direkt kaufen solltet, schaut gerne bei Chilled Coins vorbei. Das sind 2 super Jungs, die eine Webseite entwickelt haben, wo ihr einfach euer Budget eintragen müsst und dann bekommt ihr genau diese Spieler rausgespuckt. Ihr seht dann auch links, für wie viel ihr die einkaufen sollt und rechts, für wie viel ihr die verkaufen sollt. Solange ihr dann eure Spieler auf der Transferliste verkauft, könnt ihr ein paar Sachen machen. Ich nenne euch mal 3 Optionen und am Ende sage ich, welche ich persönlich machen werde. Option Nummer 1, ihr geht direkt in Division Rivals rein. Problem hierbei ist, ihr werdet dann so 4-5 Metakarten schon im Team haben, aber der Rest ist halt noch nicht aufgefüllt. Und anscheinend im Verein werdet ihr vermutlich nichts haben, denn ihr habt ja bisher noch keine Packs geöffnet. Man könnte dann theoretisch auf den Transfermarkt gehen und sich ein paar sehr günstige Spieler so für 5, 6, 7k kaufen. Ich persönlich hätte da aber ein paar bessere Alternativen. Und zwar, wenn ihr eure Spieler auf dem Transfermarkt gelistet habt, jetzt mehr oder weniger keine Coins habt und euer Team auch noch nicht richtig steht, damit ihr irgendwelche Spiele machen könnt, dann würde ich euch empfehlen, einmal zu den Zielen zu gehen und bei den Meilensteinen euch alle 50, 100, 125k Packs zu erspielen. Ich denke, die Meilensteine werden wieder genau gleich sein wie in diesem Jahr. Ihr habt dann einmal Meisterung Vorlagen, wo ihr bei 500 Vorlagen ein 100k Pack bekommt. Das Ganze könnt ihr kombinieren mit Silberteam-Beherrschung, wo ihr hier ein 50k Pack bekommt. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist halt mit einem Silberteam 15 Spiele zu gewinnen. Und wenn ihr eh 500 Vorlagen macht, braucht ihr vermutlich so 10, 15 Spiele. Von daher passt das Ganze ganz gut. Alternativ könnt ihr das Ganze mit einem Bronze-Team kombinieren. Da bekommt ihr auch ein 50k Pack. Also statt dem Silberteam benutzt ihr einfach ein Bronze-Team. Dann gibt es noch einmal Meisterung Abschluss, was ihr auch mit den beiden Zielen davor kombinieren könnt. Hier bekommt ihr bei 500 Toren ein 100k Pack. Und wenn ihr 500 Vorlagen macht, macht ihr theoretisch auch 500 Tore. Von daher geht das Hand in Hand. Die Aufgaben könnt ihr einfach mit einem Kollegen im Freundschaftsspielmodus machen. Ihr lasst euch gegenseitig so 50 Tore schießen. Im Idealfall bist du dann nach 10 Spielen fertig, er ist nach 10 Spielen fertig. Das heißt, ihr habt gemeinsam 20 Spiele an einem Abend gemacht und habt euch dann beide 200k Packs und ein 50k Pack erspielt. Und die Spieler, die ihr daraus zieht, könnt ihr locker in euer Team einbauen. Dann müsst ihr nichts kaufen und gleichzeitig könnt ihr dann auch zu den SBCs rübergehen und mit den ganzen Untrade-Spielern die fortgeschrittenen SBCs machen, wo ihr auch nochmal dicke Packs wie 150k Packs bekommt. Und das ist auch der Schritt, den ich persönlich machen werde. Ich werde mir zunächst einmal 50k Packs und 100k Packs gemeinsam mit einem Kollegen erspielen, mit diesen Untrade-Spielern dann zu den fortgeschrittenen SBCs gehen, wo ihr dann auch wieder geile Packs zurückbekommt und aus diesen ganzen Packs sich dann ein Untrade-Team zu bauen und damit dann Vollgas in Division Rivals zu geben. So habt ihr dann euren perfekten Start in EAFC. Falls ihr jetzt zu dem letzten Teil nochmal ein paar mehr Infos haben wollt, schaut euch gerne das Video hier nochmal an. Ansonsten, Freunde, erwarte ich euch alle herzlich morgen im Livestream. Dort könnt ihr mir gerne alle eure Fragen stellen, ansonsten auch gerne hier in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum Release der Web-App gemeinsam wieder.